Diese Diskussionen hierzu laufen extrem kontrovers. Die Frage ist zunächst, was sind Manipulationen? Manipulationen könnten zum Beispiel sein, dass man Preise langfristig in eine falsche, ökonomisch nicht mit Fundamentaldaten in Zusammenhang bringende Richtung treibt. Zum Beispiel durch hochriskante Finanzspekulationen oder die missbräuchliche Verwendung von bestimmten Finanzprodukten. Das ist etwas, was der Hochfrequenzhandel nicht tut und auch nicht tun kann. Hochfrequenzhändler nehmen kein großes Risiko auf sich. Sie nehmen beispielsweise keine großen Übernachtpositionen auf sich. Typischerweise stellen sie sich glatt über Nacht. Das heißt, sie tragen keine Risiken, zumindest nicht über einen längeren Zeitraum. Das heißt, sie spekulieren nicht im engeren Sinne. Aus diesem Grunde muss man hier etwas differenzieren. Man kann nicht davon ausgehen, ich persönlich glaube zumindest nicht, dass man den Hochfrequenzhandel dafür verantwortlich machen kann für systematische Verzerrungen, längerfristige Verzerrungen von Preisen. Nichtsdestotrotz, was Hochfrequenzhändler sicherlich tun können, durch ihren technologischen Vorsprung, den sie haben, sie können Preise kurzfristig beeinflussen. Man kann ja auch über Manipulation sprechen, wenn sie die Preise in einer Weise beeinflussen, sodass sie kurzfristig daraus Profite erzielen können. Die für mich wichtigere Frage in diesem Kontext ist, im Kontext von Aufschreien und der Forderung nach Verboten oder einer Art zumindest Regulierung des Hochfrequenzhandels ist, welche Risiken generiert der Hochfrequenzhandel möglicherweise für Märkte? Das heißt, wirkt sich Hochfrequenzhandel in beispielsweise extremen Marktphasen, volatilen Marktphasen, zusätzlich instabilisierend aus auf die Finanzmärkte? Wird dadurch zusätzliches Risiko generiert? Wird zusätzlich Volatilität induziert? Wird die Häufigkeit von Flash Crash beispielsweise durch Hochfrequenzhandel erhöht? Das sind offene Fragen, die werden extrem kontrovers diskutiert. Und das große Problem ist, dass die empirische Forschung hier schwerlich in der Lage ist, weder das eine noch das andere wirklich glasklar zu zeigen. Das Problem ist die Datenverfügbarkeit. Wir bräuchten Daten, die es uns erlauben, exakt zu identifizieren, welche Order, welche Transaktion von welchem Marktteilnehmer ausgeführt wurde. Das heißt, die Identifikation einzelner Marktaktivitäten, das Zusammenbringen von Marktaktivitäten und Marktteilnehmern. Und das bräuchten wir für den gesamten Markt, nicht nur für eine einzelne Handelsplattform. Ja, man bräuchte es für den amerikanischen Markt, nicht nur für die Nasdaq, man bräuchte es für BATS, man bräuchte es für die New York Stock Exchange und andere große Handelsplattformen. Nur dann wäre man unter dem Einsatz von fortgeschrittener Statistik in der Lage, vielleicht zu zeigen, ob Hochfrequenzhandel wirklich destabilisierend wirkt in extremen Marktphasen. Aus diesem Grunde ist die Diskussion so kontrovers, weil niemand weder das eine noch das andere eindeutig zeigen kann. Ich persönlich, ohne das auch empirisch glasklar nachweisen zu können, glaube jedoch, dass durchaus Risiken bestehen, zumindest in extremen Marktphasen. Wenn die Märkte volatil sind, wenn Informationen auf die Märkte kommen, dann glaube ich schon, dass durch die hohe Geschwindigkeit, mit der gehandelt wird, und durch die zunehmende Fragmentierung der Märkte und die Interaktion von verschiedenen Handelsplattformen Risiken entstehen in der Form, dass der Markt sich überschlagen kann, dass Preiskaskaden entstehen, dass der Markt innerhalb kürzester Zeit, wir reden über Millisekunden Zeitabstände, unkontrollierbar werden kann und dass dadurch gegebenenfalls auch Flash Crash entstehen können. Hier besteht definitiv viel Forschungsbedarf. Und dann bekommen wir hoffentlich etwas tiefere Erkenntnisse darüber, welche Fundamentalrisiken gegebenenfalls zum Hochfrequenzhandel ausgehen und in welcher Weise wir auch gegebenenfalls regulieren müssen. Gut, das Ausmaß des Hochfrequenzhandels im Aktienhandel und im Derivatehandel, dort ist der Hochfrequenzhandel am aktivsten. Schätzungen sind zwischen 70 und 80% des Volumens.
wird verantwortlich gemacht für den Hochfrequenzhandel in den USA derzeit, in Europa etwas niedriger, vielleicht um die 50 oder 60%. Das differiert für Produkte, auch von Markt zu Markt. Wir haben derzeit ein eigenes Projekt zu den Risiken und Effekten des Hochfrequenzhandels, basierend auf Daten der Eurex, also im Derivatehandel. Dort finden wir zumindest in liquiden Kontrakten ein Ausmaß von zwischen 40 und 60% des täglichen Handels, was von Hochfrequenzhandel generiert wird. Weder das eine noch das andere, definitiv nicht. Die Investitionen, die man tätigen muss, um den technologischen Fortschritt erstmal zu erreichen, die sind erheblich. Man muss sich einkaufen in die sogenannten Co-Locations, man muss investieren in schnelle Leitungen, kurze Leitungen, in erhebliche Rechenressourcen. Das ist für Privatpersonen nicht durchführbar, auch viel zu teuer. Aus diesem Grunde definitiv nicht praktikabel und auch nicht zu empfehlen. Das ist eine Kernfrage und daran scheiden sich auch die Geister. Michael Lewis in seinem Buch Flash Boys schildert das sehr drastisch, indem er behauptet, dass der Hochfrequenzhandel dem gewöhnlichen Sparer seine Ersparnisse entzieht und dem Rentner seine Pension dadurch abhanden kommt. So drastisch würde ich das sicherlich nicht sehen. Ich denke nicht, dass Hochfrequenzhandel so drastische Auswirkungen hat, selbst im negativsten von allen Fällen. Nichtsdestotrotz muss man konstatieren, die Hochfrequenzhändler machen offensichtlich Profite. Es scheint sich zu lohnen. Das sieht man allein dadurch, dass der Hochfrequenzhandel boomt, dass er existiert. Das heißt, die gewaltigen Kosten scheinen sich zu amortisieren. Die Hochfrequenzhändler fahren Gewinne ein. Wo kommen die Gewinne her? Nun, sie kommen am Ende des Tages von anderen Marktteilnehmern. Und nun die Frage ist das fair, ist das legitim, ist das aus ökonomischer Sicht zu rechtfertigen? Man könnte zunächst einmal argumentieren, dass derjenige, der gewaltige Investitionen auf sich nehmen muss, um technologischen Vorteil zu haben, um schneller zu sein als die anderen, natürlich auch davon profitieren will und am Ende des Tages auch profitieren muss, gemäß ökonomischer Theorie. Ja, Investitionen müssen auch Renditen irgendwo abwerfen, ansonsten rechnet sich es nicht. Insofern könnte man das auch verstehen, die Gewinne der Hochfrequenzhändler als Prämie dafür, dass man sich einkauft in bessere Technologie und dadurch Vorteile erzielt. Nun, bezahlen tun es die anderen Marktteilnehmer und die Frage ist, wofür bezahlen sie? Kann man das rechtfertigen oder ist das vollkommen unfair? Auch das wird sehr kontrovers diskutiert. In einer idealen Welt könnte man argumentieren, dass die langsamen Marktteilnehmer permanent eine Prämie zahlen. Das heißt, einen proportionalen Anteil an jeder Transaktion, die sie tätigen, der fließt in die Taschen der Hochfrequenzhändler. Eine Prämie oder eine Gebühr oder man könnte es auch als eine Art Steuer sehen. Nur die Frage ist, wofür? Die Befürworter des Hochfrequenzhandels, natürlich die Hochfrequenzhändler selbst, vertreten die Auffassung, dass der Hochfrequenzhandel auch einen Service verrichtet am Finanzmarkt, nämlich in der Weise, dass die Liquidität erhöht wird, das Liquiditätsangebot wird größer, die Markteffizienz wird größer, das heißt generell die Marktqualität steigt. Und wenn das so ist, dann könnte man durchaus auch argumentieren, dann ist es auch vertretbar, ökonomisch vertretbar, dass jeder der langsamen Händler, der normalen Händler, seinen Obolus verrichtet dafür, dass ihm eine bessere Marktqualität zur Verfügung gestellt wird. Das wäre das ökonomische Argument, was den Hochfrequenzhandel und auch die Gewinne des Hochfrequenzhandels rechtfertigen. Die entscheidende Frage ist letztendlich aber, ist das wirklich so? Das heißt, wird wirklich höhere Liquidität bereitgestellt? Sind die Geldbriefspannen, die kleiner werden? Und die empirische Forschung zeigt in der Tat, dass die Geldbriefspannen kleiner werden, dass die Liquidität steigt, wenn der Hochfrequenzhandel zunimmt. Die Frage ist aber, ist das Liquidität, auf die der langsame Händler, der normale Händler auch wirklich zugreifen kann?
Und ich habe ein bisschen Zweifel, ob wir das aus unseren Daten, auch wenn sie sehr genau sind, wirklich herauslesen können, ob die Schlussfolgerungen immer die richtigen sind. Es gibt nämlich auch Hinweise darauf, dass die Liquidität nur scheinbar da ist. Sie ist zumindest nur über eine sehr kurze Zeitspanne da. Wir sehen bestimmte Quotes, Preise auf unseren Screens. Wir wollen darauf zugreifen und in dem Augenblick, in dem wir unsere Order auf dem Markt einstellen, ist die Liquidität schon wieder verschwunden, weil die Hochfrequenzhändler einfach schneller sind. Und das ist so der Knackpunkt in dieser ganzen Diskussion. Das heißt, wie viel Liquidität, wie viel Service und wird Service überhaupt bereitgestellt vom Hochfrequenzhandel, der gegebenenfalls Gewinne auch rechtfertigt. Hier gibt es enorm viel offene Fragen und enorm viel Forschungsbedarf, bevor wir wirklich auch etwas fundierter Stellung beziehen können. Im Augenblick ist es mir in der ganzen Diskussion noch viel zu viel Schwarz- und Weißmalerei. Wir brauchen eine differenzierte Betrachtungsweise, auch bevor wir über Regulierung nachdenken. Und dazu benötigen wir noch intensivere Forschung und auch noch eine bessere Datenqualität, um diese Fragen auch wirklich tiefergehend beantworten zu können.